Der Wirtschaftsbericht. Präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmai. Räume für Träume. Hellgrün oder tiefblau. Es sieht schon ein wenig giftig aus, was da bei Metzeler in die Formen gegossen wird. Sofort schließen, das ist wichtig, denn sonst kommt am Ende nicht das raus, was benötigt wird. Ein bisschen zischt's dann auch, wenn das Werkzeug, also die Form, wieder geöffnet wird. Doch was hier rauskommt, das ist total harmlos. Hier entsteht eine Art Schaumstoffgitter, die sogenannten Tubes. Wie dieser Prozess genau funktioniert und für was die Tubes gebraucht werden, dazu später mehr. Die Produktpalette bei Metzeler ist breit gefächert. Insgesamt 4 Bereiche werden hier bedient. Von Automobil über Industrie bis hin zu Flugzeug- und Schienenfertigung sowie die Herstellung von Matratzen. Also wir sind hier am Standort ein Polyurethan-Weichschaumhersteller in Form von Weichblockschaum und aber auch als Formteil. Und diese Produkte finden überall Verwendung. Jeder benutzt sie jeden Tag, täglich. Man sieht sie in der Regel nicht. Man sitzt drauf, man liegt drauf. Man stellt fest, dass man in einem gut akustisch isolierten Raum wunderbar leben kann. Aber man sieht die Produkte nicht, es sei denn, man darf am mittags vielleicht mal den Abwasch machen und hat dann einen Haushaltsschwamm in der Hand. Auch das ist ein Produkt, die Basis, die letztendlich bei uns im Hause gefertigt wird. Werfen wir zunächst einen Blick in die Formteilproduktion für die Autoindustrie. In diesem Fall für den Traktorenbau. Wir geben hier unserem Schaumstoff eine Form, die er dann auch so für seine Lebensdauer dann beibehält. Was wir im Detail hier tun können, ist, wir geben das flüssige Schaumgemisch in ein sogenanntes Schäumwerkzeug ein. Um das Teil dann später wieder rauszubekommen, wird das Werkzeug vorher mit Trennmittel behandelt. Das ermöglicht uns dann, das Teil möglichst leicht und ohne Beschädigung wieder zu entnehmen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, eine Dekoroberfläche einzubringen in das Werkzeug, sprich hier eine Schaumfolie aus PVC in diesem Fall. Und die Anwendung für dieses Teil hier als Beispiel ist für die Firma John Deere, die ja im großen Maße weltweit Traktoren herstellt. Und dafür produzieren wir hier in Memmingen die Innenverkleidungsteile. Um die Dekorfolie faltenfrei am Werkzeug anzulegen, wird ein Vakuum erzeugt. Dann ist etwas Übung gefragt, wenn über den Mischkopf die Schaumflüssigkeit eingefüllt wird. So entsteht schließlich Formteil um Formteil für den Innenraum des neuen John Deere Traktors. Noch haben wir jetzt aber nicht geklärt, wie aus der Flüssigkeit der Schaum entsteht. Das lässt sich am besten in der sogenannten Blockfertigung zeigen. Auch hier werden verschiedene Chemikalien in einem Kopf mit Hochdruck vermischt. Ähnlich wie bei den Formteilen, nur eben deutlich mehr und in größerem Stil. Anschließend wird das Gemisch auf eine lange Bahn aufgebracht. Auf dieser Anlage stellen wir in einem kontinuierlichen Fertigungsverfahren Polyurethan-Schaumblöcke her. Wir bringen dazu in einem sogenannten Mischkopf die einzelnen Komponenten zusammen, was im Prinzip vergleichbar ist mit Kuchenbacken letztendlich. Ein wichtiger Bestandteil des Gemischs: Wasser. Also was die Hefe im Kuchen macht, macht Wasser in unserem Schaumstoff. Es dient uns als Treibmittel und sorgt für die später festzustellende Porenstruktur. Deutlich lässt sich der Beginn des chemischen Prozesses nach wenigen Zentimetern erkennen. Dabei erhöht sich das Volumen etwa um das 40-fache. Es ist eine Reaktion zwischen den einzelnen Komponenten. Wenn man ein bisschen ins Detail geht, sind es 3 Komponenten, die miteinander reagieren. Das ist zum einen ein Polyol, sogenanntes Polyol-Isocyanat, und das Wasser. Das Isocyanat reagiert zum einen mit dem Polyol, zum zweiten mit dem Wasser und bildet hier CO2, also Kohlendioxid. Und dieses dient als Treibmittel und somit schäumt der Schaum letztendlich auf wie der Kuchen im Ofen. Ja. Die Rezeptur bestimmt dabei die Beschaffenheit des Schaumstoffs. Mal härter, mal weicher, mal grün, mal gelb, je nach Bedarf. Etwa 12.000 Tonnen Blockschaum werden hier pro Jahr auf diese Weise hergestellt. Das entspricht etwa einer Länge von 400 Kilometern. Bevor das sogenannte Brot in die Weiterverarbeitung geht, muss es erst einmal auskühlen. Denn während dem Aufschäumprozess erhitzt sich das Material auf etwa 150 Grad. Aus kleiner geschnittenen Blöcken fertigen die Mitarbeiter später beispielsweise Matratzen.
Sie sehen jetzt hier den Horizontalkopierer. Das heißt, der Block bekommt hier seine Oberflächenkontur, die später ausschlaggebend ist für die entsprechenden Kontur- oder Liegeeigenschaften auf der Matratze oder auf dem entsprechenden Kern. Per Computersteuerung wird hier der exakte Schnittverlauf vorgegeben. In diesem Fall schneidet die Maschine die Ober- und Unterteile einer Matratze heraus. Hier haben wir jetzt den fertig kopiergeschnittenen Block. Wir nehmen einfach mal eine Lage nach oben. Sie sehen jetzt hier diese kopiergeschnittenen Oberflächen, die dann im Prinzip die Matratzenoberfläche ausmachen. Beidseitig letzten Endes geschnitten. Der Block wird auf der Anlage nochmal gedreht. Das heißt, was wir gerade gesehen haben, ist im Prinzip nur die eine Richtung gewesen, dann das Ganze gedreht. Und am Ende haben Sie im Prinzip dieses, ich sag mal, Muster oder diesen Konturschnitt, der letzten Endes die Liegeeigenschaften und den Komfort der Matratze ausmachen. Sind alle Schaumstoffteile einer Matratze zusammengefügt, kommt es hier zur sogenannten Hochzeit. Doch zuvor werfen wir noch einen Blick ins Innere der Matratze. Da hat sich nämlich etwas versteckt, was wir noch vom Anfang kennen, die Tubes. Gut, wir schauen also hier ins Innere eines unserer Premium-Produkte. Wir haben außen die kopiergeschnittenen Oberflächen, beidseitig und im Inneren den Aufbau unserer Tubes, unserer Federelemente, die für den Feuchte- und Wärmetransport und damit die entsprechende Regulierung der Körpertemperatur sorgen. Dabei können wir verschiedene Härtegrade einstellen, bedingt durch verschiedene Oberflächen, verschiedene Schaumtypen an der Oberfläche, sowie einer Kombination im Inneren aus weichen und härteren Tubes. Doch zurück zur Hochzeit. Die Matratzen, die wir zuvor verfolgt haben, über den Kopierschneider, werden teilweise geklebt, teilweise kommen sie als Vollkerne hierher, laufen dann über die Bezugstische, wo wir gesehen haben, kommt ein Unterbezug drauf, kommt ein Überbezug drauf und wird dann im Prinzip versandbereit bereitgestellt. Also es handelt sich hier um die sogenannte Tubes-Matratze, die Matratze, die atmet. Wir haben uns hier überlegt, ein neues Federsystem aufzubauen und erreichen über die Geometriegebung und über das Design einen optimalen Schlafkomfort. Dadurch erreicht, dass wir einfach einen hohen Wärme- und Feuchtetransport in der Matratze sicherstellen und damit ein angenehmes Liegeverhalten während des Schlafens erreichen. Mit diesem Produkt hat Metzeler eine Premium-Matratze auf den Markt gebracht, die einen erholsamen Schlaf ermöglicht, wenn man denn allein zu Bett geht.